EA Pro Productions liest Wiener Sagen. Heute die Dienstboten-Madonna. Im Haus einer reichen, adeligen Dame, die man allseits für fromm und gerecht hält, hatten die Dienstboten nichts zu lachen. In Wahrheit ist sie nämlich gemein und hartherzig. Während sie selbst nur das Beste vom Besten tafelt, bekommen ihre Knechte und Mägde nicht einmal die Abfälle. Nichts kann ihr recht gemacht werden, und Vergehen bestraft sie mit grausamer Strenge. »Meine Brosche!« Jedem im Haus fällt ihr gellender Schrei durch Mark und Bein. »Meine Brosche ist verschwunden!« Mit der Reitgerte in der Hand zieht sie zornig durchs ganze Haus. »Such die Brosche!« kreischt sie, »die mit dem großen roten Stein in der Mitte!« Man sucht eifrigst, durchwühlt alle Laden und Schränke, doch man findet nichts. »Die hat sie wahrscheinlich selbst verschlammt«, flüstert eine junge Magd, die erst 2 Wochen im Haus ist, der alten Wäscherin zu. Doch die Dame hat's gehört. »Du warst es«, schreit sie sofort. »Natürlich, das kannst nur du gewesen sein. Bevor du im Haus warst, ist hier nie etwas weggekommen.« Sie lässt die Gerte auf das arme Mädchen niedersausen. Da packt sie sie am Arm und zerrt sie auf die Straße, wo sie lautstark nach der Wache ruft. Das Mädel aber reißt sich los und läuft zurück ins Haus, schnurstracks in die Kapelle der edlen Dame, wo sie vor der Muttergottesstatue niederkniet. »Heilige Maria, hilf mir«, bittet sie inbrünstig. »Ich war's nicht, ich hab's nicht genommen, die depperte Broschen.« Die Wache ist schnell eingetroffen. Während die Männer sich scheuen, das verstörte Mädchen vom Altar wegzureißen, hat da die Gräfin wenig Skrupel. Sie packt die Kleine an den Haaren und schleift sie unter heftigsten Flüchen und Anschuldigungen aus der Kapelle. Der Oberleutnant der Wache weiß nicht recht, wem er glauben soll. Deshalb lässt er von seinen Männern das ganze Haus noch einmal durchsuchen. Und siehe da, sie findet sich die Brosche. Im Stiefel des alten Kutschers. »Also Franz?« empört sich die Dame. »So einen Verrat hätte ich nie zugetraut.« »Ja, Frau Gräfin«, erklärt der Franz, »und das Dieb überführt worden zu sein, scheint ihm gar nichts auszumachen. Irgendwann reicht's einem. Und wie ihr unlängst besoffen von dem Festel nach Hause gekommen seid, da habt's die Broschen verloren, wie's aus der Kutsche gestiegen seid. Und ihr habt mir da gedacht, wenn ihr aufs Klump nicht aufpasst, dann nehm ich's halt. Bin ja nimmer der Jüngste, muss ans Alter denken.« Die Gräfin wird leichenblass. So hat noch keiner ihrer Dienstboten mit ihr gesprochen. »Geh mal, meine Herren«, sagte der Franz zu den Wachleuten gewandt. »Schlimmer wie bei der kann's mir helfen nicht werden.« »Ich hab's ja gewusst, sie hat's verschlammt«, sagt da die kleine Dienstmagd zur Madonna-Statue hinüber. »Und du gehst auch gleich«, kreischt die Gräfin und prügelt das Mädchen mit der Reitgatte aus dem Haus. Der alte Franz wird verurteilt und kommt ins Gefängnis. Aber dort fühlt er sich nach all den schlimmen Jahrzehnten, die er bei der grausamen Gräfin verbracht hat, wie auf Erholungsurlaub. Die junge Magd bekommt eine neue Stelle bei einer Herrschaft, die ihre Dienstboten besser behandelt. Die Marienstatue, die das ganze Unrecht mit angesehen hat, muss auf Anweisung der Gräfin ebenfalls das Haus verlassen. Im Stephansdom findet sie im Langschiff neben dem Kanzelpfeifer ein neues Zuhause, wo sie fortan von zahlreichen Dienstboten besucht und um Gerechtigkeit gebeten wird. Bis heute nennt man sie die Dienstboten-Madonna. Hey, ey.